Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu meinem neuen Brawl Stars Video. Und Freunde, ihr seht schon, heute ja mal ein bisschen was anderes. Und zwar gibt es ein richtig krankes Special Video. Ich bin gerade hier auf der Autobahnraststätte. Ich bin auf dem Weg nach Berlin. Über 7 Stunden Fahrt sind das einfach mal von mir aus, von Mannheim ungefähr. Ist auf jeden Fall ultra krass. Was werde ich dort überhaupt machen? Ich fahre nach Berlin, um dort einen Zuschauer zu treffen. Einen Zuschauer, der ein goldenes Ticket gewonnen hat beim Merch. Ihr wisst, es kam schon mal ein Video mit 2 Zuschauern, die hatten ein goldenes Ticket gewonnen. Also 2 Brüder sozusagen. Und es gab aber noch ein goldenes Ticket. Und zu dem fahre ich jetzt. Auch Kevin wird dorthin kommen. Und ich habe mir was richtig Krasses überlegt, Freunde. Ich habe auf jeden Fall ein richtig heftiges Geschenk. Ich habe hier das in Brawl Stars Geschenkpapier eingepackt, auf jeden Fall. Und werde ihn damit überraschen. Er hat gar keine Ahnung. Ich habe nur seine Eltern eingeweiht natürlich und das abgesprochen. Denn es ist schon ein sehr krasses Geschenk, Freunde. Es ist über 1000 Euro wert, das Geschenk. Ihr werdet es dann schon sehen. Den anderen hatte ich, wie gesagt, ein 50.000 Gems Opening geschenkt. Und ich wollte dieses Mal nicht mit leeren Händen kommen. Und ich würde sagen, als nächstes treffen wir mal Kevin, wenn wir dann in Berlin sind, Freunde. Freunde, jetzt haben wir auch den Kollegen Ei am Start. Ah, ich kann nicht zoomen, perfekt. Hallo. Moin. Und genau, wir werden auf jeden Fall gleich dann schon zum Zuschauer fahren. Freust du dich schon, Kevin? Ja, ich bin mal gespannt, wie er reagieren wird. Kriegt ein krasses Geschenk auf jeden Fall. Und wir werden auch ein fettes Opening mit ihm machen und so weiter. Werdet ihr gleich sehen. Let's go. So, Freunde, wir wären jetzt eigentlich beim Zuschauer angekommen. Ihr seht schon, ich habe einen Rucksack dabei mit dem ganzen Equipment, Laptop, alles dabei, Leute. Aber leider sind wir zu der falschen Straße gefahren, denn in Berlin gibt es manche Straßen einfach so 7-mal. Ja. Zum Beispiel die Müllerstraße, ne, habe ich auch schon bei Kevin eben als Beispiel genannt, gibt es da zum Beispiel jetzt 7 oder 8-mal in Berlin. Und weil Berlin so groß ist, müssten wir jetzt über eine Stunde zu der anderen Adresse fahren, obwohl wir hier schon eine Stunde hingefahren sind. Das heißt, ja, leider werden wir das dann erst morgen machen, aber ja. Das war's komplett. So, Freunde, einen Tag später und jetzt sind wir unterwegs zur hoffentlich richtigen Straße. 5 Minuten nur noch entfernt auf jeden Fall. Und ja, hoffen wir mal, dass es diesmal gestimmt hat, Freunde. Mal schauen, let's go. So, Freunde, wir sind jetzt auf jeden Fall angekommen. Nach ungefähr einer Stunde Fahrt. Meine Zuschauer, bin mal gespannt. Ich tu nochmal klingeln. Hi! Hallo! Wie geht's euch? Gut, und dir? Auch gut. Sehr nice. Ja, wir haben es endlich geschafft hierhin. Ja, das freut mich, ja. Wir tun schon mal Film. Ich hoffe, es ist okay? Ja. Super, okay. Hi, was geht? Na? Hi. Okay, dann kommen wir mal mit, ne? Also, wir sind jetzt hier mit Yannick. Erst der goldene Ticketgewinner. Moin, moin. Moin. Genau, Freunde. Genau, kannst du nochmal erzählen, wie alt du bist? Ich bin 11 Jahre alt, komme aus Berlin und ja. Genau, du hast dir ja den Wintermerch damals bestellt, ne? Im Dezember. Ja, sehr nice. Das ist nice. Hast du auch dein goldenes Ticket da zufällig? Ah, sehr nice. Zeig mal her. Leute, da seht ihr es auf jeden Fall, das goldene Ticket hier am Start. Sehr geil. Genau, also in meinem Vlog werde ich so ein bisschen das mitfilmen alles. Kevin wird dann so ein Brawl Stars Opening machen. Dann müssen wir noch überlegen, was genau. Und am Ende habe ich noch eine kleine Überraschung für dich. Aber ich verrate noch nicht, was das genau ist. Das wirst du dann sehen. Ja. Wird auf jeden Fall sehr nice, Freunde. Und ja, jetzt schauen wir erstmal, was wir als nächstes machen, ne? Okay, sehr geil. So, Freunde, Yannick zeigt jetzt hier nochmal seinen Brawl Stars Account. Was er so am Start hat. Schauen wir uns das mal an. Oha, erstmal hier 23.000 Pokale. Nice. Ja. Oha, alle Brawler. Okay, nice. Dann ja, schauen wir mal, was wir jetzt machen als nächstes. Ja. Ihr werdet es, wie gesagt, sehen, Freunde. So, Freunde, wir sitzen jetzt hier mit Kevin und Yannick. Und genau, wir werden jetzt gleich ein Opening Battle eben aufnehmen. Ihr seht schon, wir haben hier alles aufgebaut. Einmal der Account von uns quasi und der Account von Yannick. Und genau, Yannick hat eben auch schon gesagt, 2 Brawler hattest du genannt, die du unbedingt ziehen willst, ne? Ja. Genau, kannst du nochmal sagen? Das waren Sandy oder Colonel Ruffs. Okay, also die will auf jeden Fall ziehen im Opening. Mal schauen, ob das klappen wird. Genau, ihr seht hier, wie das Ganze aussieht. Genau, und ich würde sagen, let's go. Und du ziehst mal Barley und du einmal Kevin, Oh, wieder 6. Das ist aber ein legendärer Ultimate. Ah, welcher? Sandy. Nee, Amber. Nee, Sandy. Das war Amber, weil Yannick wollte Sandy haben. Wollte Sandy. Aber ich glaube, dass Amber ist. Was auch? Ah!
Okay, also Yannick, du hast ja gesehen, das Aufnehmbett war ja schon sehr krass. Ja. Das war ja das Geschenk quasi von Kevin an dich. Danke. Und bitte? Genau, ich habe aber auch noch was für dich, weil ich wollte jetzt auch nicht mit deren Händen kommen. Weißt du, ich habe den letzten Zuschauern 50.000 Gems, also Opening geschenkt. Genau. Und ich habe für dich ein bisschen was anderes mir überlegt, aber auch was sehr krasses. Und ich würde sagen, ich hole mal das Geschenk, Freunde. Denn ja, ich habe tatsächlich für dich ein Geschenk vorbereitet, Yannick. Ja, da sehen wir es auf jeden Fall schon mal. Oh mein Gott. Das kann alles sein. Das kann alles sein, Freunde. Es ist sehr krass, sage ich dir schon mal. Rate mal, was es ist, bevor du es aufmachst. Hast du irgendeine Idee? Nee, nicht wirklich. Gar nicht? Gar nicht. Okay, dann, let's go. Kannst du einfach mal starten. Ich habe es auch selbst eingepackt. Ich habe es auch im Video bisher sozusagen noch nicht verraten. Also die Leute sehen das auch mit dir zusammen sozusagen. Ja, ich dachte mir, ich schenke dir mal ein sehr geiles iPad. Damit danke. Sehr geil. Dann kannst du perfekt das Spiel noch besser als mit deinem iPhone. Sehr geil YouTube-Videos gucken. Na, hast du auch einen großen Bildschirm. Danke. Und ja. Ja, sehr gerne. Oh, Herr Zitter. Ja, aber oh ich freue mich, dass du es auf jeden Fall geil findest. Der Geschenke-Boss Lukas. Ja, ja. Mit dem Geschenkpapier, was du natürlich sogar extra anfertigen lassen hast. Nicht mal ich habe so ein krasses iPad. Ich auch nicht. Ich spiel's vorher an. Ich würde das, glaube ich, so anheben auf iPad. Ja, halt da mal so irgendwie vielleicht unten das so fest. Ja, jetzt komm. Ja. Oha. Oha, wie fett das ist. Ja. Halt es mal so neben deinen Kopf, Yannick. Oh, oh mein Gott! Digga, ist ja so fett, Digga. Oh mein Gott! Sehr nice. Dankeschön. Sehr gerne, wie gesagt. Alles gut. Genau. Oha, da startet es, Freunde. So, Yannick stellt hier gerade sein iPad ein, sein neues, ne? Mit der Sprache auf jeden Fall. Also ich bin mal gespannt. Also vor allem auch natürlich für YouTube-Videos ist das mega nice, die so zu schauen. Oder halt ne, für Brawl Stars auch, muss man echt sagen. Genau, und er stellt es jetzt mal ein und würde ich sagen, kann sich ja nochmal Brawl Stars installieren und so weiter. Ja. So, Freunde, also Yannick hat jetzt hier sein iPad eingerichtet. Ihr seht es hier auf jeden Fall. Sehr krass. Willst du mal eine Testrunde spielen schon mal? Ja. Mhm. Ist natürlich jetzt ein bisschen ungewohnt, Freunde. Ist sehr groß, das Display. Kann sein, dass du die Steuerung unten noch ein bisschen anpassen musst. Aber ist schon mal sehr krass auf jeden Fall. Was ist dein erster Eindruck, so wie es auf dem iPad aussieht? Krass. Okay, Leute, würde ich sagen, das soll jetzt dann vom Vlog gewesen sein bei mir. Schaut natürlich unbedingt bei Kevin dann noch das Opening, was wir mit Yannick gemacht haben. Wir sehen uns und ciao, ciao. Ja.